beim 1. FFC Frankfurt. Ich bin ganz herzlich Stefan Werke, Cheftrainer von VfL Wolfsburg und natürlich auch Nico, Cheftrainer vom 1. FFC Frankfurt. Ein paar Zahlen zum Spiel und zum Spieltag. Endstand 0:3 durch die Tore von Wolfsburg in der 38. Nur das 0:2 durch VfL-Meter in der 42. Eigentor zum 0:3 in der 53. Zuschauerzahl 2050. Und die weiteren Ergebnisse: Essen schlägt Köln 3:1, Sand unterliegt gegen Duisburg 0:2, Bayern München Potsdam 3:1 und Freiburg gegen Jena 4:0. In der Tabelle nach wie vor Wolfsburg vorne mit 21 Punkten, also 7 Siege aus 7 Spielen. Zweiter ist Hoffenheim mit 18 Punkten und fünfter ist der FC mit 12 Punkten. Diese beiden Trainer, Stefan, ich darf dich bitten anzufangen und ein Statement zu spielen. Ja, so kurz nach dem Spiel, muss ich sagen, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Klar, zum einen die Freude über das Ergebnis, aber zum anderen bin ich auch natürlich ein bisschen besorgt. Wir sind schon dezimiert hier angereist, hatten ja auch schon einige Ausfälle in unserem Kader. Und jetzt nach dem Spiel haben wir aktuell zwei weitere mit Alex Popp und Fridolina Rolfö, die ja beide dann raus mussten. Und ich hoffe einfach, dass da ja nichts Schlimmes bei rauskommt und dass sie schnell wieder auf dem Platz stehen können, weil gerade in der Offensive haben wir jetzt nicht mehr so viele Optionen nach den Ausfällen, die wir jetzt schon in den letzten Wochen hatten. Und deswegen klar ein bisschen gemischte Gefühle. Ich muss aber dann natürlich auch sagen, ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft, die, finde ich, hier auch den Kampf angenommen hat, weil es waren keine einfachen Bedingungen. Der Platz war sehr, sehr tief und sehr schwer zu bespielen. Da haben wir häufig auch 2-3 Kontakte gebraucht und eigentlich zeichnet uns ja auch aus, dass wir eben schnelles, direktes Spiel versuchen, auch immer aufzuziehen. Und das hat ein bisschen gedauert, so die ersten 20 Minuten, um da reinzukommen, den Kampf auch anzunehmen, auch über die Zweikämpfe zu gehen. Und dann hat die Mannschaft das aber super umgesetzt und ich finde auch, eine sehr reife Leistung gezeigt, trotz den Ausfällen, trotz den Bedingungen dann das sehr souverän dann auch zu Ende gespielt. Ich glaube, wir haben so gut wie keine Torchance aus dem Spiel heraus zugelassen, waren selbst immer wieder in Ansätzen gefährlich, sicherlich nicht immer so klar, aber ich denke schon, dass wir unterm Strich die besseren Möglichkeiten auch hatten und dann auch verdient die Tore erzielt haben. Deswegen bin ich sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie heute hier aufgetreten ist, gegen einen sehr disziplinierten, gut organisierten Gegner. Und ich habe das im Vorfeld auch schon gesagt, ich fahre mit sehr, sehr viel Respekt nach Frankfurt, einmal eine besondere Atmosphäre, aber auch die gute Arbeit und der ausgewogene Kader. Das macht die Aufgabe hier immer sehr spannend und ich glaube, das hat man heute auch wieder gesehen. Deswegen ist es super, dass wir dieses Spiel jetzt so klar gewinnen können. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich. Nico, dein Statement. Schönen guten Tag zusammen und Glückwunsch an Stefan und den VfL Wolfsburg, auch an DFC ist natürlich, wie hier schon sitzt. Glückwunsch. Ich hoffe auch, das muss ich auch mal erwähnen, dass die Verletzten, dass es nichts Tragisches ist, weil das ist halt immer sehr, sehr wichtig, dass die Spielerinnen, die in den jeweiligen Kadern zur Verfügung stehen, dass sie auch spielen können. Und da wünsche ich erstmal auch gute Besserung und da auch alles Gute zum Spiel. Ich glaube, dass wir heute, wie der Stefan das gesagt hat, sehr, sehr diszipliniert und gut organisiert gegen eine spielstarke Mannschaft, wahrscheinlich mit Lyon für mich. Entschuldigung, dass ich das so oft sage, Stefan, das hörst du wahrscheinlich nicht so gerne, aber eigentlich kannst du das gerne hören. Neben Lyon für mich die beste Mannschaft, wenn sie halt vollständig sind. Und ich muss unserer Mannschaft da auch ein Kompliment machen. Es ist immer schwierig, Komplimente zu verteilen nach einer Niederlage, aber ich muss ein Spiel bewerten und ich glaube, dass wir heute sehr, sehr gut in die Partie gekommen sind, die ersten 15 bis 20 Minuten eigentlich auch sehr, sehr mutig gespielt haben, sehr diszipliniert, engagiert gegen den Ball gearbeitet haben, die Räume sehr eng gehalten haben, was wir auch wollten und was du auch musst gegen den VfL Wolfsburg, weil du siehst immer wieder, selbst wenn du mal situatives Angriffspressing spielst und sie sich dann mit ein, zwei Pässen befreien und der Raum hinter der Kette halt groß ist, dann erspielen sie sich sofort Gelegenheiten und das ist dann immer die Gefahr.
Deswegen wollten wir heute sehr gut stehen und sehr geduldig auch spielen, sehr viel laufen müssen, haben wir auch im Vorfeld gesagt. Und ich glaube, dass wir das über das ganze Spiel gut gemacht haben. Leider hat uns dann bei der einen oder anderen Aktion die Präzision gefehlt, dass wir dann noch gefährlicher werden hätten können. Ich glaube, gleich zu Beginn, als sich Schicki sich da der Lena Gössing vorbeidreht, wo sie ein cleveres Foul macht, muss man auch sagen. Das waren so gute Situationen, gute Ansätze und da hatten wir auch in der zweiten Halbzeit 1-2. Aber es ist natürlich so, dass Wolfsburg das Spiel verdient gewonnen hat und wir mit unseren Möglichkeiten, glaube ich, heute eine tolle Vorstellung abgeliefert haben, den Kampf hier angenommen haben und den Wolfsburgern bis zum Ende halt das Leben schwer gemacht haben. Und das war unser Ziel. Natürlich wollten wir eine kleine Überraschung schaffen, aber dafür musst du halt dann auch nicht nur bis zur 37. Minute das aushalten, sondern du musst dann mit 0-0 in die Pause gehen und dann muss dann halt auch alles zusammenpassen. Und nur wenn du das schaffst, ist dann natürlich auch was möglich. So kann ich sagen, Kompliment an Wolfsburg, die verdient gewonnen haben, aber auch Kompliment an meine Mannschaft, die eine couragierte, engagierte, leidenschaftliche Vorstellung hier abgeliefert hat und dem Meister, ich glaube, trotzdem alles abverlangt hat. Und deswegen bin ich mit der Vorstellung zufrieden und wir müssen halt jetzt schauen, dass wir weiter gut arbeiten, die Lehren aus solchen Spielen ziehen. Wir können nur davon lernen, von solchen Mannschaften und dementsprechend uns jetzt auf Duisburg vorbereiten. Vielen Dank. Ja, bevor wir zu den Fragen der Journalie kommen, noch eine kurze Nachfrage, sowohl an Nico als auch an Stefan. Bei uns ist Laura Störfel bedingt ausgeschieden, bei euch gleich die Alex und Rolfe ausgeschieden. Kann man was Genaueres zu den Verletzungen sagen, weil die Fragen hier unten kommen? Dann fange ich mal an. Also Alex Bock kann ich noch nichts Genaueres sagen. Sie ist auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen. Das war jetzt der letzte Stand. Müssen wir mal gucken. Es war wohl Sprunggelenk, Knöchel hat sie einen abbekommen und konnte also erstmal nicht auftreten. Deswegen ist sie auf dem Weg ins Krankenhaus. Und bei Fridolina sah es jetzt so aus, dass sie da einen Schlag abbekommen hat. Auch Fuß, Sprunggelenk. Und ja, ist jetzt aktuell zumindest. Ja, glauben wir, dass jetzt nicht weggeknickt ist dabei, aber da müssen wir auch jetzt mal die Diagnose oder die Diagnostik dann abwarten, was dabei rauskommt. Nico? Ja, bei Laura ist es so, dass sie schon seit einigen Wochen Probleme hat mit dem Knie und sich immer wieder hier zur Verfügung stellt, was überragend ist, was sie hier auch immer, dass sie es auch immer wieder schafft, dann zu spielen. Dementsprechend hat sie Schmerzen gehabt dann bei einer Aktion. Es war natürlich dann unglücklich, dass, ich will niemanden Vorwurf machen, aber es wurde weitergespielt. Dann haben wir das Tor kassiert. Natürlich ist es blöd, wenn eine Spielerin von mir auf dem Boden liegt, die dann natürlich da hinten fehlt. Aber es ist passiert und ich hoffe, dass es jetzt nichts Schlimmes ist. Glaube ich auch nicht. Aber ich habe sie dann auch sicherheitshalber ausgewechselt, weil wir das dann auch nicht noch forcieren wollen, dass sie sich dann noch was Schlimmeres holt. Dementsprechend hoffe ich einfach, dass sie so ganz gut in die Woche starten kann. Ja, Fragen von Seiten der Presse? Nico, der gestern Trainer sagt, der Platz war schwer zu bespielen. Wie ist es deiner Meinung nach? Siehst du es genauso? Ja gut, wenn man wenn man vielleicht drauf schaut, sieht er gut aus, grün aus, aber es ist natürlich so, dass der mittlere Strang sehr tief war. Und durch den vielen Regen der letzten Tage hat es natürlich ist halt so gemacht, dass hier seit zwei Wochen, glaube ich, kein Spiel war und die Stadt natürlich versucht, hier immer alles möglich zu machen, aber Fakt ist, der war sehr, sehr tief und dann halt auch mal uneben, glaube ich, in der mittleren Zone außen ging er, aber es gibt auch schlimmere Plätze, glaube ich, aber wir wünschen uns natürlich alle einen Wembley-Teppich, das ist auch klar. Den hat, glaube ich, Wolfsburg, oder? Ja. Auch nicht immer. Ja. Dementsprechend, für uns ist es auch schön, wenn wir einen tollen Platz haben, aber Fakt ist, er war jetzt nicht desolat, aber er war jetzt auch nicht überragend. Von daher, glaube ich, ist es so, dass die Wetterverhältnisse da auch eine große Rolle spielen und dementsprechend war der sehr, sehr tief. Weitere Fragen? Ganz gut, sonst hätten wir natürlich gewonnen. Ne? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir beim Ausblick. FFC spielt am Sonntag in Duisburg. Das nächste Heimspiel dann am Samstag.
Samstag, 1.11. hier gegen Essen. Freitagabend, 19.15 Uhr, mein Fehler zu machen. Ja. Samstag ist das Pokalspiel, dann Mitte November. Also Freitag gegen Essen hier, 19.15 Uhr. Ein Fernsehspiel und Wolfsburg spielt am Samstag, glaube ich, gegen Essen. Zu Hause. Ja, das war's. Pressekonferenz war anschließend dieses Spiel. Ich bedanke mich bei den beiden Trainern, bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugehört haben und wünsche den Gästen eine gute und verfeierte Heimreise und allen anderen einen schönen Restsonntag. Dankeschön.